Egal ob es um allgemeine Anliegen beim Wohnen, um eine spezifische Auskunft für ein Bauprojekt oder die Sanierung von einer Liegenschaft geht. Die ausgebildeten Fachkräfte der Energieagentur St. Gallen analysieren in der Erstberatung das Problem, suchen nach Lösungen und zeigen, wie man am besten ans Ziel kommt. Uns kann wirklich jeden anrufen. Klar, der Eigentümer hat dann eher eine Frage Richtung Systemwechsel von einer Heizung zum Beispiel. Ein Mieter kann aber auch seine Fragen stellen. Dort geht es dann halt mehr um Stromsparen zum Beispiel. Also wie gehe ich im Alltag um mit meinem Energieverbrauch? Was kann ich dort machen? Was wir auch viel haben, ist der Bereich Solarenergie. Dort fängt es auch wieder an, welches System soll ich nehmen? Was sind grobe Investitionskosten für so ein Vorhaben? Wo und wie kann ich allenfalls von Fördermitteln profitieren? Und ja, wie gehe ich da am besten vor, um so ein Projekt anzugehen? Das kann der Grundstein sein für eine Gesamtmodernisierung mit Konzept. Das heisst, die einzelnen Elemente wie die Heizung oder die Hausfassade werden nicht getrennt, sondern das Gebäude als Ganzes angeschaut. Alle Elemente werden aufeinander abgestimmt, so dass sie sich ergänzen. Jede Liegenschaft ist ein Unikat, also müssen wir es überall zuerst einmal anschauen. Vielleicht braucht es nur Dach, Kellerdecke und Fenster. Oder wie hier die Gesamtsanierung. Und wenn das abgeschlossen ist, kann man die neue Heizungsanlage definieren, die kleiner ist und sparsamer ist. Eine mögliche Alternative ist eine Heizung mit erneuerbarer Energie, wie zum Beispiel eine Wärmepumpe. Die kostet in der Anschaffung etwas mehr, zahlt sich auf lange Sicht aber gleich aus. Und am Strich muss man halt nicht nur die Investitionskosten anschauen, sondern auch die laufenden Kosten. Das heisst die Energiekosten, Betriebskosten im Allgemeinen und die Wartungskosten. Die sind im Normalfall bei Heizanlagen mit erneuerbaren Energien viel tiefer. Und somit auf die Lebensdauer ausgesehen, kann so ein System günstiger sein wie ein herkömmliches Heizsystem. Eine Gebäudesanierung ist zum jetzigen Zeitpunkt besonders interessant. Im Hinblick auf das Energieziel 2050 vom Bund und den Kantonen werden rund 10-20% der Investitionen mit Fördergeldern unterstützt. Im Moment kann man mit der Ablösung des Gebäudeprogramms als kantonale Massnahme rechnen. Da gibt es 40 Franken pro Quadratmeter Dämmfläche. Man kann aber auch die umfassende Gebäudesanierung bei uns beantragen, beim Förderprogramm vom Kanton. Dann kann man alle Heizungsersätze, die man von Öl, Gas auf eine Wärmepumpe zum Beispiel umschwenkt, Sonnenkollektoranlagen, aber vor allem zum Anfang das Gebäudemodernisierungskonzept. Das zukunftsgerichtete Bauen ist auch am Rintaler Hans Oppliger wichtig gewesen. Vor 3 Jahren hat er sein Haus komplett saniert. Für die Umsetzung hat er starke regionale Partner gefunden. Ja, wir haben ein bisschen gehirnt vorher, was ist jetzt da die beste Lösung für die Größe des Hauses? Was ist die beste Lösung vielleicht später, wenn er das Haus ausbauen will? Wie können wir es schön integrieren? Wenn ich natürlich das Dach saniere, drängt sich auf eine Indachanlage. Wärmepumpen kann ich eigentlich überall aussen herstellen. Ich muss ein bisschen um die Umgebung schauen. Bei der Batterie muss ich einfach einen Raum haben, der frostsicher ist. Aber das ist in jedem Haus möglich. Der Strom vom Dach betreibt Wärmepumpen. Überschüssige Energie wird gespeichert und die Nacht wieder abgegeben. Es schadet aber auch nichts, wenn die Bewohner aktiv mitdenken. Es geht auch ein bisschen um die Ideologie in den Köpfen oben. Wann brauche ich die Energie? Also dann, wenn ich sie habe. Aber ich kann mich ja da ein bisschen anpassen, indem ich die Heizung am Tag dann auch ins Gebäude lasse und die Nacht vielleicht dementsprechend ein bisschen absenken, wenn ich eben weniger Energie brauche oder habe. Energie sparen heisst nicht unbedingt, dass man weniger Energie produziert, sondern dass man nur so viel Energie produziert, wie man zu einer bestimmten Zeit gerade braucht. Die Energieagentur St. Gallen vermittelt speziell akkreditierte Energieberater, die in Mehrfamilienhäusern und KMU eine Betriebsoptimierung durchführen. Also zuerst mal müssen wir ein bisschen herausfinden, was braucht man überhaupt. Also man muss den Hauswart oder den Nutzer mal dort ein bisschen Informationen sammeln, was sind die Grenzen, also was für Temperaturen brauche ich, wann sind die Leute umeinander. Und da geht man auch zum Beispiel bei meinem Büro, ist man morgen vom 7 Uhr bis vielleicht um 6 Uhr dort. Da heisst, ich kann Anlagen auch in der Nacht abschalten. In einer Wohnung habe ich eigentlich eher die Hauptbetriebszeiten, wenn die Leute heimkommen, sich irgendwo herlegen, Fernsehen schauen und so weiter, dass eher dann muss die Lüftungsanlage oder auch wenn sie kochen, dass dann das Ganze läuft und dafür zwischendrin weniger. Also man kann mit sehr kleinem Aufwand kann man einen extrem grossen Nutzen erzielen. 10-40% Energiekosten pro Jahr kann man so einsparen, nur mit einer einfachen Betriebsoptimierung.
Für eine genauere Übersicht über das Förderprogramm vom Kanton St. Gallen und dem Bund kann man sich bei der Energieagentur St. Gallen beraten lassen.